des Beinen an, und selig viel zu gut, bis ihr Herr hat getan. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Eröffnungsvers der heutigen Messe lautet: Gott ist hier an heiliger Stätte. Gott versammelt sein Volk in seinem Haus. Er schenkt ihm Stärke und Kraft. Herr Jesus Christus, erfüllt vom Heiligen Geist, Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Du spendest uns diesen Geist. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du trittst für uns ein beim Vater. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser, er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, komm unserem Beten und Arbeiten mit deiner Gnade zuvor und begleite es, damit alles, was wir beginnen, bei dir seinen Anfang nehme und durch dich vollendet werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Maleachi. Was ihr über mich sagt, ist kühn, spricht der Herr. Doch ihr fragt, was sagen wir denn über dich? Ihr sagt, es hat keinen Sinn, Gott zu dienen. Was haben wir davon, wenn wir auf seine Anordnungen achten und vor dem Herrn der Heere in Trauergewändern umhergehen? Darum preisen wir die Überheblichen glücklich, denn die Frevler haben Erfolg. Sie stellen Gott auf die Probe und kommen doch straflos davon. Darüber redeten die miteinander, die den Herrn fürchten. Der Herr horchte auf und hörte hin, und man schrieb vor ihm ein Buch, das alle in Erinnerung hält, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Sie werden an dem Tag, den ich herbeiführe, spricht der Herr der Heere, mein besonderes Eigentum sein. Ich werde gut zu ihnen sein, wie ein Mann gut ist zu seinem Sohn, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem, der Unrecht tut, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn seht, der Tag kommt, er brennt wie ein Ofen. Da werden alle Überheblichen und Frevler zur Spreu, und der Tag, der kommt, wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heere. Weder Wurzel noch Zweig wird ihnen bleiben. Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel bringen Heilung. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der ewig reiche Gott woll uns in unserem Leben ein immer fröhlich Erhalten vor
Halleluja, 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 Halleluja. Herr, öffne uns das Herz, dass wir auf die Worte deines Sohnes hören. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir 3 Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben? Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen der Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, gestern schon haben wir von Jesus gelernt, zu beten, die großen Vaterunser Bitten auszusprechen, die Bitten der ganzen Menschheit, die auch unsere eigensten werden sollen, immer mehr. Und heute gibt uns Jesus Ermutigung, dass das Bitten Gott gegenüber sinnvoll ist. Wir kennen ja leider manchmal diese Aussagen, wo Menschen sagen müssen oder sagen wollen, das Beten bringt eh nichts. Nun, da ist dann dieser Punkt, wo wir mit dem heutigen Wort Jesu sie ermutigen können. Und er bringt es ganz praktisch. Er sagt als allererstes zum Vergleichen: Schon wir Menschen haben die Neigung, dass wenn jemand in Not ist und uns bittet, dass wir ihm dann doch helfen. Schon alleine daraus, dass wir ja dann auch Hoffnung haben, wenn wir mal Hilfe brauchen, dass da auch einer da ist, der hilft. Und Jesus vergleicht das jetzt mit Gott und sagt: Wenn ihr Gott bittet, dann werdet ihr empfangen, auf jeden Fall. Wenn ihr sucht nach seiner Hilfe, dann werdet ihr sie finden. Wenn ihr bei ihm anklopft, dann wird euch von ihm her geöffnet, das Herz geöffnet. Also diese Bestätigung, wir können uns wirklich darauf verlassen, dass Gott reagiert auf unsere Bitten. Und wenn wir die Hilfe nicht erfahren, dann sagt er zum Schluss: Gott will auf jeden Fall helfen. Er ist mehr als wir Menschen. Schon wenn wir Menschen schon den Kindern das Gute geben und nicht Schlechtes, wenn sie bitten, dann Gott umso mehr.
Wenn wir die Hilfe nicht so erfahren, dann ist das nur ein Zeichen, dass wir entweder zu wenig suchen nach der Hilfe, die er anbietet, zu wenig bitten, zu wenig uns ausrichten, zu wenig anklopfen. Wie er helfen kann, das hängt von den Umständen auch oft ab. Oft nicht so, wie wir es uns vorstellen, aber immer, dass er uns den Geist seiner Liebe gibt und damit ist uns geholfen. Denn die Liebe, die trägt uns in jeder Situation, im Schweren und oft auch so, dass sie Situationen erleichtert. Also sind wir heute ermutigt und vergessen wir nie wieder, dass das Bitten bei Gott sicher immer Reaktion, gute Reaktion hervorruft. Und setzen wir es jetzt um, was wir heute vor uns haben, dass wir das jetzt im Bittgebet vor Jesus bringen, vor Gott bringen, dass wir suchen nach den Fügungen, die er uns schenkt, dass wir anklopfen an seinem liebenden Herzen. Amen. So lasst uns jetzt unsere Fürbitten vor Gott bringen. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Wir beten für die Menschen, die vor dir stumm geworden sind, dass du die Stimme ihres Herzens verstehst. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Für uns als Pfarrgemeinde, dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern auch danach handeln und so den Menschen weitergeben. Herr, erhöre uns. Für alle kranken und leidenden Menschen, dass sie Heilung erfahren und deine liebende Nähe spüren. Herr, erhöre uns. Für alle Menschen, die in Not sind, dass sie ihr Vertrauen auf dich setzen und die Geduld und die Hoffnung nicht verlieren. Erhöre uns. Für unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass sie die Verbindung zu dir halten, die sie als Kinder in den Sakramenten aufgenommen haben. Erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention, die Fürbitten mit einschließen. Roswitha Zeitelhofer für verstorbene Nachbarin Anna Strasser. Herr, erhöre uns. Denn auf dich vertrauen wir. Höre unser Beten durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns jetzt in Stille unsere Anliegen auf den Altar legen. Bist du Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen. Gepriesen bist du Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Barmherzig.
barmherziger Gott, heilige diese Gaben. Nimm das Opfer an, das dir im Heiligen Geist dargebracht wird, und mache uns selbst zu einer Gabe, die für immer dir gehört. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn du bist der Schöpfer der Welt, du bist der Erlöser aller Menschen durch deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind die Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. O Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. O Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich. Allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche,
denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil, beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Ludwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Bittet und ihr werdet empfangen. Dieses ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer von diesem Brot isst, wird nicht sterben in Ewigkeit. Singen wir zum Dank. Lob, Ehre und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne und Gott, dem Heiligen Geist, im höchsten Himmelsthrone, in dem dreieinen Gott, wie es im Anfang
Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir haben das Gedächtnis des Leidens Christi gefeiert und das heilige Sakrament empfangen. Was uns dein Sohn in unergründlicher Liebe geschenkt hat, das werde uns nicht zum Gericht, sondern bringe uns das ewige Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinem Frieden. Danke.